Wir sind immer noch tot. Wir sind in den Düstermarschen, suchen nach dem Haus von Tabetha. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Hier. Da, oder? Da ist es doch. Okay. Ja, wir waren gar nicht mal so verkehrt. Wir sind nur viel zu weit nach rechts rüber gelaufen. So, wir müssen jetzt nur gucken, dass wir irgendwie... So. Ah, ne, das hier. Das hier. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal zu sterben. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will nur hier zu dem Häuschen. Weil ich habe hier zwei Quests. Das Licht sei so. Der kommt ja immer noch. Ey. Reise in die Marschen. Quest beenden. Gegenstände der Macht bringt ein Stück Jade und den vom Blitz aufgeladenen Dornbusch zu der Tabetha. Und wo finde ich das? Ah, da kriege ich eine Liste, okay. Braucht ihr etwas? Verborgene Geheimnisse. Sprech mit Magus Tirt in der schimmernden Ebene. Schimmernde Ebene. Das Licht segne euch. Ah, Questlog voll. Abbrechen. Elite-Quests werden jetzt alle abgebrochen. Abbrechen. Okay. So. Grüße. Mögen eure schimmernde Ebene. Sein. Rückkehr in die Marschen. Lebt wohl. Die Höllenkugel. Bringt eine Höllenkugel zu der Beta. Geht nach Desolage. Das Licht segne euch. Liste. Beschafft, ja, das ist auf jeden Fall, ja. Okay. Sammelt 10 Totemstecken der Witterbark. Dieses Stecken bringt zum Kreis der äußeren Bindung, einem Steinkreis in eben jenem Hochland. Legt die Stecken auf den Mittelstein im Kreis und wartet, bis der Blitz einschlägt. Willst du mich verarschen? Ich habe so viel Witterbark getötet. Und jetzt soll ich da nochmal hin. Alter. Gut, ich will auf die Hauptstraße zurück. Wo ist die Hauptstraße? Ich sehe nichts. So, was werden wir die nächsten Folgen machen? Laufen. Viel laufen. Und zwar, meine Vorstellung wäre jetzt, Moment, ich muss erstmal kurz nachdenken. Ja, das könnte wehtun, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Wir laufen jetzt ins Brachland. Vom Brachland aus. Vom Brachland aus laufen wir nach
Ratchet. Nee, Ratchet ist Blödsinn. Ratchet brauchen wir nicht. Vom Brachland aus laufen wir runter nach 1000 Nadeln. Von 1000 Nadeln aus geht es dann nach Tanaris den Flugpunkt dort holen. Dann haben wir den schon mal. Weil später, ich will auf jeden Fall in Tanaris questen. Tanaris ist für mich eins der besten Gebiete zum Questen. Du bleibst schön da drüben, mein Freund. Ja, das bedeutet, wenn ihr keinen Bock auf diese Lauffolgen habt. Ich schätze mal so, 2 Folgen werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja, also 2 Folgen werden wir auf jeden Fall brauchen, bis wir in Tanaris sind. So, wir müssen jetzt hier entlang. Das Gasthaus zu Süßen Ruh. Steht das noch? Das steht noch. Ja, ich weiß noch vom WoW Retail, dass wir dann auf einmal hier... Nee, das steht nicht mehr. Dass die alle tot sind und wir hier Ermittlungen machen. Das steht wohl nicht mehr. Gut, dann Pech gehabt. So, wir sind jetzt gleich im Brachland. Hier wird das Wetter hoffentlich besser. Etwas. So, wir sind hier unten. Hallo, Sturmechse. Da drüben sind Ali, Kundschafter. Ja, wir laufen jetzt einfach hier komplett runter. Hier müsste ja auch jetzt die eine Zwergenbasis kommen. Du greifst mich nicht an, du bist viel zu niedrig. Hier oben. Belmodan. Aber Flugpunkt gibt es hier, glaube ich, auch keinen. Ne, hier gibt es keinen Flugpunkt. Und hier unten ist, glaube ich, die Ausgrabungsstelle von Belmodan. Hat keine extra Bezeichnung. Okay. So, da unten sind dann auch 2 Innis. Einmal Kral der Klingenhauer und Hügel der Klingenhauer. Kral der Klingenhauer ist, glaube ich, die niedrigere. Hügel der Klingenhauer ist die höhere. Ich weiß jetzt halt auch nicht, in was für Innis wir rein könnten, aber ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, so ewige Anreisen zu machen. Was ich bräuchte, wäre vielleicht mal eine Gruppe, um Scharlachrote Kloster abzufarmen. Das könnten wir mal gebrauchen. So, hier sind die Hügel. Also hier links geht's zu den Hügeln. Und hier rechts geht's zum Gral der Klingenhauer. Wobei man hier aufpassen muss, weil hier drüben sind noch ja, so Zelte mit Mobs. Und hier ist dann direkt der Gral. Gral von Radzorfen. Okay.
Und mal kurz mal hier gucken, dass wir das entdecken. Sehr schön. So, die greifen uns, glaube ich, an, wenn wir hier runter wollen. So, und einmal im Aufzug runter. Also, hier, das sind die 1000 Nadeln. Wir wollen einmal hier runter jetzt zuerst. Hier unten ist dann Tanaris. Wir werden jetzt eine Menge Erfahrungspunkte nur durchs Entdecken bekommen. Aber hier in ich habe hier in 1000 Nadeln noch nie mit dem Ali gequestet. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Quests für Alis gibt. Also es gibt hier keinen Flugpunkt, das weiß ich. Oder war hier oben ein Flugpunkt, wo es nach Farallas rüber geht. So, Talana kaputt. Farallas, Freiwindposten, schimmernde Ebene. Ah, schimmernde Ebene müssen wir ja eh. Schimmernde Ebene, ich glaube schimmernde Ebene waren auch Quests für Alis gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. So. Ja, die Strecke wird etwas dauern. Hier die Mobs sind 28. Kriegen wir dafür überhaupt noch Erfahrungspunkte? Grün geschrieben, gerade noch so. Ja, wir gucken einfach mal. Wir laufen jetzt da zur schimmernden Ebene. Freiwindposten. Freiwindposten. Ist der Freiwindposten Ali? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, mein Freund. Oh, da oben, das wackelt aber ganz schön. Also bei dem Wind, den wir heute haben, würde das Ding runterfallen. Man kann sich da oben natürlich auch dran stellen. Freiwindposten. Ja, wir gucken mal kurz, aber ich glaube, hier ist wirklich nur Horde. Ja, da sehen wir schon das Schild. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, da oben hinstellen und... was ist das? Da kriege ich... Eieiei. Ich... will nicht. Fragezeichen ist Level 60. Und die stehen nur da, um mich zu ärgern. Also muss ich jetzt so rum. Angriff auf Illusionenrennbahn. Heißt, da sind auch Alis. Und da müssen wir jetzt hin. So, wir sind einmal um den Freiwindposten jetzt rumgekommen. Wolkenschlange, giftige Wolkenschlange.
Ach, wir sollten ja hier auch noch die eine Quelle. Ja, die hatten wir die gelöscht. Nö, dann. Steinflügeldrachen. Wolkenschlange. Ich will kurz mal gucken. Wir kriegen zwar keine Erfahrungspunkte mehr für die, aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Also wir kriegen schon noch Erfahrungspunkte von denen, aber wir kriegen gar keine mehr von denen. Ich will kurz gucken, ob das diese Quest ist. Den scheinbar nicht. Nö. Ich habe keine Ahnung, wo diese Steinflügeldrachen sein sollen. Gut. Steilhang. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Wir können die Quest ruhig löschen. Die ist eh grün geschrieben. Hier die Mobs, die geben alle nicht so viele Erfahrungspunkte. Deswegen, das bringt uns nicht viel. Ich würde gerne die Folge beenden, aber ich wollte mich auch kurz irgendwo hinstellen. Weil ich mal wohin müsste. Aber das kann ich nur machen an einem Ort, wo mich niemand sieht. Ja, wir sind ja gleich bei den schimmernden Ebenen. So, hier ist die schimmernde Ebene. Level 30, okay. Hier müsste dann auch da drüben, also wir laufen auf jeden Fall jetzt noch bis hierhin weiter. Wahrscheinlich werden wir da gekillt. Halt, wenn es irgendwelche Quests gibt, dann dort. Ah, hier könnten wir sogar noch questen, weil hier gibt es Level 33er Mobs, 32, also das wäre kein Problem. Hier drüben ist die Illusionenrennbahn. Wenn es irgendwo Quests gibt, dann hier. Wenn es überhaupt alle Quests hier gibt, das weiß ich nicht. Also hier ist auf jeden Fall ein Ali-NPC, hier drüben sind Ali-NPCs. Und hier drüben ist der eine, bei dem wir die Quest abgeben müssen. Hier gibt es eine Menge Quests. Okay, ich stelle mich einmal kurz hier rein. Keine Ahnung, ob das das Gasthaus ist, ich glaube es weniger. Nö. So, wir stellen uns einmal hier rein, wir machen dann morgen weiter.